Was passiert eigentlich hier in Deutschland, wenn Menschen wirklich von jetzt auf gleich zum Pflegefall werden? Das wollen wir uns mal näher anschauen, denn das hat finanzielle, wirklich hier auch große, unabhängig mal von der persönlichen Situation, Folgen. Ja, immer mehr Menschen sind eben auf Hilfe angewiesen, professionelle Pflege angewiesen. Doch eine angemessene Versorgung ist hier heutzutage verdammt kostspielig. Das wird jeder bestätigen können, der mal in seinem Umfeld, Freundes, Bekanntenkreis schon mal einen solchen Fall erlebt hat. Und zwar unabhängig davon, ob die Betreuung zu Hause, also ja, in eigenen vier Wänden oder eben auch in einer Pflegeeinrichtung durchgeführt wird. Genau aus diesem Grunde wollen wir uns dieses Video respektive auch die Podcast-Folge einmal mit den Möglichkeiten einer entsprechenden finanziellen Absicherung, privaten meine ich dann natürlich damit, beschäftigen. Denn die gesetzliche Pflegeversicherung hilft jemandem lediglich dabei, die wichtigsten Maßnahmen zu finanzieren, ist also im Wesentlichen ein reiner Teilkaskoschutz und übernimmt keineswegs komplett alle Kosten. Im Gegenteil, es fallen extreme Kosten an, ja, die ich hier kurz mal schildern will, am aktuellen Beispiel. Ich habe selbst einen sehr, sehr guten Freund, Jahrgang 54, der seit 87 in seiner wunderschönen Wohnung in der Nähe von Meerbusch gewohnt hat, in der dritten Etage, allerdings ohne Aufzug. Und der ist leider durch eine schwere Diabetikererkrankung so schwer erkrankt, dass er jetzt in eine Pflegeeinrichtung Kurzzeitpflege einen Platz bekommen hat, Gott sei Dank, mit Beziehung auch seiner Familie und Hilfe. Ja, und ich habe ihn besucht und es geht ihm natürlich jetzt in dieser Einrichtung gut. Er ist gut versorgt. Er hat ein Einzimmerzimmer, Fernsehen drin, alles wunderbar, Essen, alles prima, aber Kostenpunkt 5.500 Euro im Monat. Ja, damit also die Kosten mal etwas konkreter kommen, die entstehenden Differenzen, oft sind mehrere hundert, manchmal sogar tausende Euro, und müssen nämlich dann Pflegebedürftige leider Gottes auch oft aus der eigenen Tasche bezahlen. Anders als beim Thema Altersarmut bzw. Rente, wo jedem mittlerweile wohl auch bewusst ist, dass diese im Alter kaum für einen vernünftigen und würdigen Lebensstandard ausreichen wird, wird das Thema Pflege im Zusammenhang mit einer Finanzierungslücke, die sie immer größer wird, auch im Worst Case, meiner Erfahrung nach, weitestgehend von vielen Menschen gar nicht richtig wahrgenommen oder viel zu spät wahrgenommen und auch oft unter den Tisch gekehrt. Ja, so traurig das ist, denn das heißt meist, ach, das ist noch lange hin, müssen wir jetzt nicht wirklich drüber reden oder darüber möchte ich mir jetzt an dieser Stelle auch erstmal hoffentlich keine Gedanken machen. Kann man nachvollziehen, wenn man gesund ist und fit ist, aber das Leben ist nicht immer planbar. Doch Achtung, früher gab es große Familien, in denen immer irgendjemand die Pflege der Alten übernehmen konnte, oder Pflegebedürftigen. Doch diese Zeiten sind leider in vielen Fällen nicht mehr so da. Es wird demzufolge immer häufiger so leider sein, dass Menschen sich die Pflege, die sie bei euch, nicht selbst leisten können. Und die meisten Menschen machen sich auch keine wirkliche Vorstellung davon, wie viel eigentlich ein Pflegeplatz dauerhaft kostet. Und wenn sie dann im Alter oder auch ja früher oder später in diese Situation kommen, gibt es häufig eben dieses doch wirklich tragische Erwachen. Lebensqualität sollte bis zum letzten Atemzug sein. Deshalb gibt es seit einigen Jahren natürlich private Absicherungen, die helfen können, diese Lücke zu schließen, denn das gesetzlich vorgeschriebene Sicherungsnetz bietet, wie bereits angesprochen, eigentlich nur eine regelrechte Teilkostenschutz und eine Grundversorgung. Stellen Sie sich jedoch bereits jetzt nicht nur die Frage, sondern denken Sie darüber nach, einen Pflegezusatzschutz abzuschließen, dann muss man sich zwei Fragen zusätzlich stellen. Erstens, könnte ich andere damit versorgen, dann, wenn sie den Eigenanteil an Pflegekosten aus ihrem Vermögen stemmen können und auch bereit sind, dies zu tun, benötigen sie eben natürlich keine Pflegezusatzvorsorge. Wer hingegen seine Ersparnis oder, naja, seinen Immobiliensitz lieber an seinen Nachkommen vererben möchte, als es für das eigene Pflege aufzuzehren, der sollte über eine Absicherung durchweg schon mal nachdenken. Jedoch sollte man sich natürlich im Vorfeld der eigenen Überlegungen bei so einem Investment auch immer die zweite Frage stellen. Und zwar, ob man sich einen solchen Zusatzschutz, den Pflegezusatzschutz, auch langfristig finanziell leisten kann und möchte. Der kluge Umgang mit Geld hat damit zu tun, denn ähnlich wie die Absicherung gegen Berufsunfähigkeit gehören auch die Pflegezusatzabsicherung zu den eher kostspieligeren Verträgen. Und wie bei allen Risikoabsicherungen sind natürlich auch die gezahlten Beiträge möglicherweise weg. Naja, wenn Sie dann hoffentlich keinen Pflegefall
werden und davon nicht betroffen sind. Aber das kann sich ja keiner vorher ausmalen. Doch, ich bin immer ein Freund davon, sein Vermögen, kleines wie großes, was man sich möglicherweise über viele, viele Jahrzehnte dann aufgebaut hat und auch weiter muss für die Zukunft, auch entsprechend vernünftig abzusichern, sodass nicht am Ende des Tages eine finanzielle Katastrophe da ist. Deshalb schauen wir uns jetzt auch einmal die drei möglichen Varianten an, die für Sie als privater zusätzlicher Pflegeschutz möglicherweise auch durchweg in Frage kommen kann. Das ist zum einen die Pflegekostenversicherung als Vermögensschutz, die Pflegerentenversicherung und die zu guter Letzt auch Pflegetagegeldversicherung. Alles Formen des entsprechenden Vermögensschutzes. Allen Modellen ist übrigens gemeinsam, dass der Beitrag von Ihrem Alter und dem Gesundheitszustand beim Vertragsabschluss abhängt. Je später Sie also die Versicherung abschließen, desto höher sind dann entsprechend natürlich auch leider die Beiträge. Und gehen wir aber nun mal etwas in die Tiefe. Weil mir es auch immer sehr wichtig ist, wenn ich mit vielen Mandanten spreche, damit Sie auch den Unterschied bei den gerade schon mal genannten Modellen bzw. Varianten nachvollziehen und auch natürlich verstehen. Nun, bei einer Pflegetagegeldabsicherung vereinbaren Sie mit der Versicherung eine feste Summe pro Tag, die Ihnen bei einer Pflege dann auch letztendlich ausgezahlt wird. Die Höhe hängt vom jeweiligen Pflegegrad natürlich ab. Das bedeutet, dass die Pflegebedürftigkeit bei Ihnen auch offiziell natürlich festgestellt worden sein muss durch den medizinischen Dienst. Der Vorteil hierbei besteht vor allem darin, dass Sie das Geld frei natürlich dann auch verwenden können. Sie können es also auch nutzen, um zum Beispiel die Kosten für einen ambulanten Pflegedienst oder ein Pflegeheim sowohl als auch zu finanzieren. Sie können darüber hinaus aber auch eine Haushaltshilfe vielleicht oder Freunde oder Familienangehörige für die Unterstützung dafür honorieren und das Pflegegeld erhalten Sie also unabhängig von der tatsächlich anfallenden Kosten. Bei der Pflegekostenabsicherung wird die beschriebene Versorgungslücke ganz oder teilweise abgedeckt. Die Versicherungsleistungen sind dabei zweckgebunden und auch auf die tatsächlichen Pflegekosten beschränkt, sodass die Rechnungen zum Beispiel per Beleg nachgewiesen werden müssen. Und das letzte entsprechende Modell, die private Pflegerentenversicherung, funktioniert hingegen etwas anders als die bisher beiden anderen vorgestellten Varianten. Denn während beim Pflegetagegeld und bei den Pflegekostenversicherungen die Beiträge mit der Zeit durchweg steigen können, wie bei den Krankenversicherungen, ist der Beitrag bei der Pflegerentenversicherung für die gesamte Laufzeit bereits festgelegt und muss nicht unbedingt sich erhöhen. Hier behalten Sie dann eine monatliche Rente, wenn der Pflegefall eintritt, sofern bei Ihnen eine Pflegebedürftigkeit dann natürlich je nach Grad festgestellt worden ist und abgesichert wurde. Und diese Zahlungen sind meist nach dem Pflegegrad eben gestaffelt. Die volle Rente können Sie also unter Umständen, je nachdem, was man für Tarife gewählt hat, erst ab Pflegegrad 5 dann auch beziehen. Bei einigen Anbietern übrigens im Mai können Sie aber auch selbst festlegen, natürlich, welchen Prozentsatz der versicherten Rentensumme Sie dann auch gerne erhalten möchten und auch, ob Sie im Alter dann noch bei dem Pflegefall werden Beiträge zahlen müssen oder nicht. Das kann man auch noch wählen. Ja, und wer hierzu im Rahmen des eigenen Vermögensschutzes vor allen Dingen mal Näheres für sich selbst gelöst haben möchte oder wissen möchte, was man da sinnvollerweise in Ihrem konkreten Falle tun kann, der setzt sich einfach mit meinem Team und mir gerne mal in Verbindung. Den Link zu einem kostenfreien Erstgespräch finden Sie hier. Außerdem finden Sie hier auch noch ein spannendes Video zum Thema Vermögensschutz, wenn es um das Investieren geht. Denn richtig investieren heißt auch immer mit dem Herzen und auch mit dem richtigen Vermögensschutz. Alles Gute, Ihr Klaus Rupp.